Du bist jetzt zum ersten Mal dabei. Silvia, was bedeutet das für dich so, diese Art hier? Ziemlich viel Neues, ein viel Ungewohntes, aber cool und ein gutes Team vor allem. Also wir haben hier wirklich ein ganz gutes Team. Es gibt ja verschiedene Stände, oder? Von jeder Gemeinde gibt es so einen Stand. Also gibt es auch Konkurrenz untereinander? Weißt du, also probieren, die Leute einen neuen Stand herzuholen? Haben wir spezielle Aktionen? Weißt du, ich weiss, du bist ein bisschen ehrgeizig, oder? Hast du etwas reinfallen lassen? Ich glaube nicht, dass es irgendwie Konkurrenz gibt. So wie ich da durchlaufe, habe ich das Gefühl, es ist wirklich schön miteinander und man lässt jeden ein bisschen leben. Jetzt seht alles von Onlinehandel und der Pauli sagt, und du ja, glaube ich, erfährst das auch. Die Leute können hierher, oder? Ist fast jetzt Japan, wo man dann so eine Visitenkarte in die Hand drückt, man hat einen persönlichen Kontakt. Ist das wieder innen so ein bisschen? Also ich denke schon, dass die Leute ein bisschen Freude haben, um wieder irgendwo hinzugehen, an eine Messe gehen und Sachen anschauen und nicht alles nur irgendwie im Internet nachschauen oder nachlesen und halt auch mit den Leuten ein bisschen ins Gespräch kommen. Da finde ich, man merkt, dass die Leute das wieder ein bisschen wollen. Wir sind die südlichste Gemeinde, die hier ausstellt, Wartau. Du hast gesagt, hier laufen wir nicht so schnell durch bei den Wartauern. Also ihr päckelt die Leute ein bisschen. Man weiss ja, du bist auch ehrgeizig. Jeder ist ein bisschen ehrgeizig fürs Gewerbe. Du bist selber natürlich hier auch als Unternehmer. Wie erfährst du jetzt die Liga? Ja, nach 4 Jahren sind wir alle natürlich gespannt, wie die Liga ankommt, wie die Besucher darauf reagieren. Und wir sind überrascht, dass auch bei dem schönen Wetter so viele Besucher den Weg hierher gefunden haben. Du hast vorher angesprochen wegen der Konkurrenz unter uns Gewerbler, unter einer Gemeinschaftsständen. Konkurrenz ist es nicht, aber es hat natürlich die Wege und die Attraktivität von jedem Stand gut tun, dass natürlich gleich jeder probiert, zum den schönsten Stand von allen zu haben. Nicht zum den anderen irgendwie in Schatten stellen, überhaupt nicht. Wir haben es alle gut untereinander. Aber für den Besucher gibt es natürlich also einen Mehrwert, weil jeder gibt wirklich Vollgas. Jedes Mitglied, das mitkommt und die Wege, bemüht sich zum einen super Stand herrichten und das sieht man bei allen Gemeinschaftsständen, wenn man da durchgeht. Und die Wartauer haben sich Mühe gegeben, wie immer. Wir sind der Meinung, dass unser Stand der schönste ist, hoffen die anderen auch. Wir haben ein Beizli, wir haben den Vorteil, dass wir gerade einen Ausgang haben und dort einen Grill löhren dürfen haben, dass der Rauch rausgeht, wir haben einen Abzug entsprechend. Und der Geschmack von Würst, von Fest, von Mess, der zeugt natürlich auch einen Haufen Leute in unserem Stand. Was bedeutet das jetzt für dich hier,
auch als Unternehmer natürlich, eben auch verantworten für den Standort Zevelen und zugleich jetzt auch Gastgeber bei diesem Interview. Ja, das Gleiche ist, wie schon vielmal gesagt worden ist. Also für uns ist es natürlich toll, um uns präsentieren als Firma und als Zeveler Gewerbe. Und jetzt haben wir gerade auch noch Gastgeber dort auf Platzrecht, haben sie vom WWO bei uns für den Werdenberger Berufsbildneranlass. Ja, uns geht es gut hier. Bedeutet dir das etwas, dass Swiss Skills ist alles hölzig? Du bist nicht unbedingt ein Hölziger. Nein, ich bin kein Hölziger, aber wir haben Feuer gefangen an dem. Wir haben das letzte Mal ein BCP rausgemacht, vor 2 Jahren, weil wir das hier nicht können. Und da fängst du schon Feuer mit diesen Hölzigen. Wenn die 12 jungen Männer hier kämpfen um den Schweizer Meistertitel und sich Mühe geben und nervös sind und die Bretter und Pelken rumbiegen und arbeiten daran und wieder genau arbeiten, das packt einem schon noch. Also trotz viel Arbeit ist es ein Gewinn für euch? Es war viel Arbeit gewesen, aber es ist im Gesamten für uns 6 Präsidenten absolut ein Gewinn. Ich glaube, man nimmt uns jetzt wahr im Werdenberg. Man merkt, dass wir zusammen arbeiten, dass wir Hand in Hand arbeiten, dass wir für nichts zu faul sind. Und ja, jetzt ist es machen. Und den Leuten gefällt es. Also man merkt, die Sonderschau Holz ist auf guten Anklang gekommen. Und jetzt noch das Spektakel mit den Swiss Kills. Da werden die Leute merken, dass da ist Leben drin in der Wiege. Du bist auch als Unternehmer natürlich auch Geschäftsleiter von Colt, gell? Mit einer riesigen Schwette von Leuten. Du hast gesagt, es sind nicht einmal alle auf dem Bild überhaupt drauf. Also, wie erfährst du jetzt diese Wiege? Ja, ich bin auch neu wie Silvia. Und es ist, wenn Neuling bist, sehr anstrengend, dass man alles unter einen Hut bringt. Aber ich denke, bis jetzt hat es gut geklappt. Die Besucher sind fröhlich bei uns und man knüpft schöne Kontakte. Also wir als Gewerbeverein sind froh, dass bei uns auch die grossen Unternehmer noch mitgehen. Ich sage jetzt an einer kleineren Messe, dass die auch mit uns mitgehen, an Gemeinschaftsstand. Und sind wirklich dankbar, dass wir heuer auch wieder dabei sein. Ja, wir Gamser sind natürlich auch wie in den letzten Jahren immer präsent mit einem sehr grossen Gemeinschaftsstand. Für uns ist es immer ein Challenge, dass wir die 400 Quadratmeter auch voll kriegen. Und auch das Mal war das der Fall gewesen und sind umso stolzer darauf, dass wir das geschafft haben. Und auch dieses Jahr wieder mit 10 Ausstellern, die unser Gewerbe in Gams präsentiert. Gams ist eher eine Wohngemeinde und man nimmt sie auch als Wohngemeinde wahr. Und das Gewerbe kommt oftmals ein bisschen zu kurz. Und da dabei haben wir die Gelegenheit, dass wir endlich einmal zeigen können, was für ein Handwerk und was für ein Gewerbe das Gams hat. Und dass wir eben auch dort drin stark sind. Vor allem im Baugewerbe haben wir natürlich sehr, sehr viele Mitglieder. Und das sind auch in erster Linie die, die sich präsentieren. Da jetzt live im Publikum von der Wiege. Und für uns ist es eine super Gelegenheit, dass man wieder face-to-face zusammenkommen, gesellig auch im Mutschenbeizli zu Gams, wo unsere Crew von der Beiz natürlich
während der Öffnungszeiten Besucher bewirten tut. Und es gibt immer etwas Feines. Für uns als Gewerber bedeutet das ein Auftritt nach was. Wir können uns zeigen, was wir können. Wir können uns zeigen, wer wir sind. Wir haben unsere Qualitäten, können wir hervorstreichen. Wir können eins zu eins Kontakt mit dem Kunden in Kontakt treten und zeigen, was wir haben. Wir können Neuigkeiten zeigen, wir können unser Team präsentieren. Wir geben etwas zum Trinken und zum Essen. Und ich glaube ganz allgemein, die Wiege für das ganze Werdenberg ist ein Gewinn. Weil natürlich nicht nur das Gewerbe sich präsentiert, sondern auch noch auf der Seite das Fest ist. Und wir jetzt insbesondere hier, die Werdenberger Wirtschaftsorganisation, alle 6 Präsidentinnen und Präsidenten, haben hier die Holzshow gehabt in den ersten 3 Tagen. Und ab morgen ist dann die Swisskills. Und da haben wir allein auf die Beine gestellt und da sind wir natürlich auch stolz. Und da können wir auch zeigen, was wir können. Für mich ist die Wiege ein voller Erfolg. Wir wissen selber, was passiert ist mit dem Wetter. Zelter sind heiß, viele gehen noch baden und alles. Und trotzdem haben wir eine fantastische Besucherzahl. Ich bin guten Mutes, dass wir heute Abend, wenn wir um 9 Uhr zutun, die Besucherzahl von 2019 übertreffen werden. Und das ist natürlich ein fantastisch toller Erfolg für die Aussteller und für uns. Du bist nicht nur Markenspezialist als Unternehmer, sondern natürlich eben auch Messenspezialist, Liga und Wiege, also über den Rhein durch den Petersen-Erfolg, über und drüben. Richtig. Man hat eigentlich gesehen, die Messezeit sei vorbei, ist vorbei und tot. Dann ist Corona gekommen, dann hat es noch eine digitale Messe gegeben. Wir haben an die regionale Messe gedacht und gehofft und geglaubt. Und es ist ein Beweis, sowohl die Liga wie auch die Wiege ist ein voller Erfolg. Der Wiege dieses Jahr sogar Warteliste 30. Wir hätten noch 30 mehr Aussteller machen können. Also sensationell. Es zeigt, dass das Konzept aufgeht. Als Experte, wie erklärst du dir das? Also, weißt, die Japan kennt man auch, so Seitenkärtchen austauschen, eben persönlich Kontakt suchen. Aber da hat es doch immer kein so Online-Handel, die Messe bringen nicht mehr. Und jetzt sieht man, es ist völlig anders. Wie erklärst du dir das? Ja, es ist, die Haptik ist da. Man will face-to-face sein. Man will, dass man etwas erklärt. Das ist natürlich ganz eine andere Form als das, nur digitale Form oder online. Und die Aussteller sagen, sie haben tolle Gespräche und sie können gleich nachfassen. Wenn die Messe vorbei ist, rufen sie an, gehen sie vorbei. Und das kann man eigentlich nur im Gespräch machen, wo man voreinander steht. Und darum haben die regionalen Messen immer noch einen Erfolg, bin ich fest überzeugt. Ist das ein Zufall, dass es hier Peters Lichtensteiner sind oder das Lichtenstein daheim sind? In Lichtenstein sucht man ja immer ein bisschen den persönlichen Kontakt. Das habe ich festgestellt bei all meinen Reportagen. Ist man dort noch ein bisschen nach bei den Leuten? Oder ist es auch ihr Geist, der die Wiege ein bisschen trägt? Ja, in der Lichtenstein ist es halt so, man kennt sich halt. Es sind halt sehr viele, die sich kennen.
Aber ich glaube, das durfte ich hier kennenlernen, 2019 und jetzt 2023. Die verschiedenen Gewerbeverbände hier, die haben ein unglaubliches Netzwerk, die kennen ihre Kunden und es wird sehr geschätzt. Oder? Man sieht so, die werden eingeladen, Gucci werden gemacht. Also ich glaube, so weit weg sind wir nicht zwischen Liechtenstein und Werdenberg. Und es gibt ja sehr viele Aussteller, die bei uns drin sind und umgekehrt auch da sind. Und es zeigt, dass da, wir denken da über eine Grenze und über eine Reihe und Erfolg gibt uns recht. Also Netzwerke sind nach wie vor sehr, sehr wichtig. Wir denken, der Martin Hilti, das war einer von denen, der Netzwerke aufgebaut hat, dann natürlich auch in der Folge und nicht mehr gelebt. Also Netzwerke sind nach wie vor sehr wichtig. Absolut. Also Empfehlungen, Mund-zu-Mund-Propaganda. Man fragt, hey, wo lässt du das machen? Dann gibt man das weiter. Und das kann man nur mit Netzwerk machen. Mit einer schönen Homepage, die ist natürlich wichtig heutzutage, dass man jemanden findet. Aber Empfehlungen, Mund-zu-Mund-Beatmung, die Empfehlung, die dann drin ist, fantastisch. Das geht wirklich. Also hinter der Marke muss auch ein Gesicht und eine Geschichte stehen. He? Absolut, absolut. In dem Fall ein voller Erfolg. He? Ein voller Erfolg. Wir sind sehr glücklich. Und du jetzt ab in Karibik nach dem Stress? Nein, überhaupt nicht. Wir gehen drei Tage weiter, aber ich werde mir sicherlich ein paar Tage Zeit nehmen, um mich zu erholen und die schönen Erlebnisse besser zu verarbeiten.